gesehen, bewertet und kommentiert. Hier ist Battis Filmkritik in der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Fernsehschatztruhe. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten wieder mehr auch aus dem Bereich Filme machen, Filme, Serien und so weiter. Werde erzählen, was ich geschaut habe, was ich mir anschauen möchte. Filmtipps oder Sachen, die ich ganz, ganz schrecklich fand. Möchte aber heute mit etwas starten, was in der Film-Community-Szene schon sehr häufig gemacht wird, nämlich einen dieser Film-Tags. Also ich werde verschiedene Fragen stellen, werde sie natürlich selber beantworten zum Thema Film und werde dann andere Kanäle nominieren, diese Fragen auch zu beantworten. Und bin gespannt, was dabei rauskommt und werde die Sachen natürlich dann auch gerne kommentieren und reacten. 10 Fragen habe ich mir ausgedacht und beantworte sie also erstmal selber. Frage Nummer 1. Meine erste Filmerinnerung und zumindest aufs Kino bezogen ist es das Dschungelbuch. Ich müsste 5 oder 6 gewesen sein. Ich kann mich erinnern, in unserem städtischen kleinen Kino, Sonntagnachmittag 15 Uhr, Kindervorstellung. Das Dschungelbuch lief in einer Wiederaufführung und ich kann mich erinnern, irgendwie war die Filmrolle nicht mehr in einem so guten Zustand, denn der Ton leierte extrem. Merkte ich unter anderem daran, als in der Song von der Schlange K kam und so, und es einfach sehr geleiert hat. Das ist meine erste Kinofilmerinnerung zumindest. Das müsste irgendwann Mitte der 80er Sonntagnachmittag gewesen sein. Und es war das Dschungelbuch. Ja, und ich meine mich zu erinnern auch noch, ob es da schon direkt so war, aber ganz viele Jahre hat übrigens unser Kinoeintritt 5 Mark gekostet, und weil ich wöchentlich 5 Mark Taschengeld bekommen habe, ist es mindestens 1 bis 2 Mal im Monat ins Kino gegangen. Mein erster Lieblingsfilm, an den ich mich zumindest bewusst erinnere, ist Zurück in die Zukunft, den ich, als er im WDR-Fernsehen, im 3. Programm des WDRs 1989 das erste Mal im TV lief. Ich weiß nicht, ob er davor schon mal in der ARD lief. Zumindest war das die Ausstrahlung, die ich das erste Mal gesehen habe, 89, da war ich also 11. Den habe ich mir sogar auf Videokassette aufgenommen, auf eine 120-Minuten-Videokassette, kann ich mich noch total daran erinnern, und dieses Band lief hunderte Mal. Also generell alle 3 Zurück in die Zukunft-Filme glaube ich wirklich, dass ich sie mitsprechen kann, jeden Satz. Es gibt keine Szene, die ich nicht kenne, die ich nicht so erzählen könnte, die ich mitsprechen könnte. Das war mein erster Lieblingsfilm, meine ersten 3 Lieblingsfilme sozusagen. Als dann 1991 Zurück in die Zukunft 2 ins Kino kam und kurze Zeit später direkt ja schon Zurück in die Zukunft 3, war ich in beiden Teilen 2 Mal im Kino, habe mir dann Zurück in die Zukunft 2, war auch mein erstes Kaufvideo, kennt ihr es noch von CIC Video, in der obligatorischen Videobox mit dem CIC-Zeichen, für 49,90 € gekauft vom Taschengeld, da war ich 13. Genau. Zurück in die Zukunft, mein erster Lieblingsfilm. Und auch wenn es jetzt ab und zu mal 2, 3 Jahre dauert, bis ich es wieder schaue, schaue ich es doch noch immer regelmäßig. Also, ne, wenn man alle 2, 3 Jahre als regelmäßig ansehen mag. Frage Nummer 3. Dein zu Unrecht vergessener Film. Ja. Da gibt es mehrere, aber einer, der mir direkt einfällt, ist auf jeden Fall der Film Die Maske, allerdings nicht den du vielleicht meinst, nämlich den mit Jim Carrey, sondern den mit Cher und Eric Stoltz. Da geht es, ist nach einer wahren Geschichte, um einen Jungen, der ja, eine Krankheit hat, die unter anderem dafür sorgt, dass er auch von den Ärzten diagnostiziert nicht sehr lange leben wird, hat ein deformiertes Gesicht, deformierte Gesichtsknochen und ja, wie gesagt, die Mama wird gespielt von Cher, wo ich übrigens sagen muss, die ja in ihrem Leben nicht viele Filme gespielt hat, aber wenn sie gespielt hat, finde ich sie immer gut. Unter anderem auch ein zu Recht unvergessener Film, Mehr Jungfrauen küssen besser, mit Winona Ryder, Bob Hoskins und Cher, den ich auch über alles liebe, alleine schon wegen dem Soundtrack, 60er Jahre, Oldies. Aber Die Maske
Ein Film, den ich übrigens auch im Kino gesehen habe. Und der meiner Meinung nach zu Unrecht vergessen ist und den jeder mal gesehen haben sollte, weil er gefühlvoll ist, weil er, ja, er macht traurig gerade zum Ende hin. Er hat spannende Momente, lustige Momente, aber ganz, ganz viele mitfühlende Momente. Also wenn ihr den noch nie gesehen habt, Die Maske mit Cher und Eric Stoltz, sehr zu empfehlen. Frage Nummer 4. Welcher Film sollte niemals eine Fortsetzung oder Neuverfilmung bekommen? Da steht natürlich an erster Stelle mein erster Lieblingsfilm, Zurück in die Zukunft. Gott sei Dank haben alle Menschen, die was zu sagen haben bei diesem Film, von Zemeckis über Spielberg und so weiter, immer gesagt, wird niemals eine weitere Fortsetzung geben und auch kein Reboot. Gott sei Dank. Ich hoffe auch, dass über das Leben hinaus dieser Menschen, die das zu entscheiden haben, eine Fliege, niemals es zu einer Fortsetzung oder zu einem Reboot geben wird. Viele, viele Jahre nach dem dritten Teil habe ich mir gewünscht, dass es eine Fortsetzung gibt. Das hat sich aber mittlerweile aufgrund auch des Alters von Christopher Lloyd, Michael J. Fox und natürlich auch durch seine Parkinson-Krankheit erledigt. Ich hätte gern noch ein, zwei Fortsetzungen gehabt. Es gibt noch viele tolle Zeitepochen, wo ich mir tolle Fortsetzungen hätte vorstellen können. Aber wie gesagt, das ist vorbei. Bitte, bitte nicht. Außerdem bitte niemals eine Fortsetzung oder ein Reboot von Forrest Gump, von E.T. und auch vom Weißen Hai. Finde eh nach Teil 2 hätte Schluss sein müssen, vom Weißen Hai 3 und 4 können wir uns schenken, das wissen wir alle. Auch bitte da, bitte kein CGI Weißer Hai oder sonst, bitte erspart uns das, bitte. E.T. genauso, bitte nicht machen. Und Forrest Gump, glaube ich auch, es gibt nur einen Gump, Forrest Gump. Bitte, bitte, tut uns das nicht an. Frage Nummer 5. Der erste Film, den du heimlich geschaut hast, ja, zumindest an den ich mich so direkt erinnere, sind in der Tat die Eis am Stiel-Filme, die damals bei RTL Plus 87, 88, ich war so 9, 10 Jahre alt, heimlich geguckt war in der Tat so, dass meine Eltern sich die abends angeguckt haben. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass die Ansagerin, die Programmansagerin gesagt hat, so, und ab jetzt ist das Familienprogramm beendet. Der folgende Film ist nicht für Kinder geeignet. Wenn sie noch nicht im Bett sind, sollten sie dies jetzt tun. Wenn man überlegt, dass die ganzen Sachen heute bei RTL 2 den ganzen Tag überlaufen, von morgens bis abends, jedes Jahr, war damals noch ein großer Skandal, in Anführungszeichen. Und als Schmuddelfilm und so weiter und so fort. Gerne erinnere ich daran, dass ich mit einem der Hauptdarsteller, nämlich mit Zachi Neu, ein Interview gemacht habe, der Dicke aus Eis am Stiel, hier auf diesem Kanal zu sehen. Ja, also, Eis am Stiel, heimlich geguckt und ich habe es überlebt. Frage Nummer 6. Bei welchem Film musst du jedes Mal weinen? Gibt verschiedene. Hätte ich jetzt eine lange Liste machen können. Ich bin durchaus jemand, der sehr emotional reagiert bei traurigen Filmen. Allerdings oft nicht bei den Szenen, die so subtil daherkommen. Wenn man denkt, oh, jetzt muss auf die Tränendrüse gedrückt werden. Da toucht es mich oft gar nicht, sondern das sind oft die kleinen Szenen. Kann ich erwähnen. When a Man Loves a Woman, Andy Garcia und Meg Ryan. Da gibt es so ein paar Szenen, wo ich mir immer ein Tränchen verdrücken muss. Dann, wie gerade schon erwähnt, Die Maske mit Cher, Eric Stoltz. Gibt es die eine oder andere Szene, wo das Tränchen mal läuft. Dann gibt es, ich bin ein großer Freund, 50er, 60er Jahre deutsche Filme. Da gibt es auch den einen oder anderen. Zum Beispiel gerade die 50er Jahre Filme mit Heinz Rühmann, die oft sehr sentimental sind, die klar natürlich auch bewusst auf die Tränendrüse drücken. Aber es gibt auch den einen oder anderen Film, ob das der Vater, wenn der Vater mit dem Sohn ist zum Beispiel, aber auch der Schulfreund. Und also gibt es wirklich einige Filme, die da gerne mal ein Tränchen verdrücken lassen. Frage Nummer 7. Welchen Film
hast du schon mehrmals eine Chance gegeben, doch bis heute nie zu Ende geschaut. Kennt ihr vielleicht immer so, ah, den Film muss man gucken. Ja, jetzt guckst du mal. Du denkst irgendwann spätestens nach der Hälfte, oh, ich halte es nicht durch. Ich schlafe entweder regelmäßig ein oder ich mache aus, weil ich so genervt bin. Da gibt es ein paar, wo ich vielleicht den einen oder anderen nochmal anfangen werde zu schauen. Bis dato aber es noch nie bis zu Ende geschafft habe. Spiel mir das Lied vom Tod ist so ein Film. Gar nicht mal, weil er so lang ist, weil Vom Winde verweht, der glaube ich knapp 4 Stunden geht, kann ich mir wunderbar angucken. Der mit dem Wolf tanzt, glaube ich auch knapp 4 Stunden, kann ich mir sehr gut angucken. Spiel mir das Lied vom Tod. Ich bin generell nicht so der große Western-Freund. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber Spiel mir das Lied vom Tod. Och, keine Ahnung. Oppenheimer. Der ganze Hype damals, ne? Barbenheimer. Barbie konnte ich weggucken im Kino. Oppenheimer musste ich im Heimkino irgendwann ausmachen. Der Pate. Mich bis heute nicht mal durch den ersten komplett durchquälen können, geschweige denn die restlichen Teile. Herr der Ringe. Den ersten im Kino gesehen, Teil 2, Teil 3, geschweige denn Hobbit. Bis heute nicht geguckt. Tut mir leid. Muss ich vielleicht durch das ein oder andere nochmal durch. Frage Nummer 8. Welcher Film fehlt dir bis heute in einer tollen Edition? Auch da ist die Liste lang. Oh Gott, da könnte ich einige aufzählen. Ich nehme jetzt mal so die ersten, die mir da spontan eingefallen sind. Zum Beispiel den Film Kenny, den ich übrigens auch im Kino gesehen habe. Mit Kenny Easterdate heißt der Darsteller, glaube ich, der auch in echt so heißt. Das ist ein Junge, der mit einer Krankheit geboren wurde und ohne Unterleib geboren wurde. Der immer dadurch aufgefallen ist, auch in dem Film, dass er mit einem Skateboard unterwegs ist und wie gesagt keinen Unterleib hat und sozusagen mit dem Ende des Magens, also bevor die Beine beginnen sozusagen, sein T-Shirt immer zusammengeknotet hat und mit dem Skateboard durch die Gegend gefahren ist und sich mit den Händen fortbewegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Lief 2-3 Mal in der ARD in den 90er Jahren, auch nachdem er im Kino war. Gab ihn wohl mal auf VHS und dann gab es mal eine DVD, die aber einfach nur das Kopieren der VHS war, einer ganz schrecklichen Qualität. Da würde ich mir eine schöne Edition wünschen. Übrigens auch einer, hätte ich auch nennen können, bei den zu Unrecht vergessenen Filmen. Finde ich auch einen Film, den man mal gucken sollte. Gibt übrigens ein, 2 verschiedene Dokus, was aus Kenny geworden ist, als er erwachsen war, weil auch er, wenn ich mich recht entsinne, zu denen gehörte, wo Ärzte gesagt haben, der wird nicht besonders alt werden, da gibt es keine hohe Lebenserwartung. Also Kenny hätte es mal verdient, dann Forever Young mit Mel Gibson, finde ich. Auch ein toller Film und einer, den man, ob man Mel Gibson Filme mag oder nicht, nicht direkt auf dem Schirm hat. Finde ich auch ein total schöner Film. So ein richtig schöner Sonntagnachmittag, es regnet draußen, Herbst, Winter, von der Jahreszeit her, kann man sich wunderbar weggucken. Forever Young, Mel Gibson. When a Man Loves a Woman, gerade schon erwähnt, braucht mal, gibt es meines Wissens auf DVD, aber schon vor über 20 Jahren, Blu-ray gar nicht. When a Man Loves a Woman braucht unbedingt mal eine schöne Edition auf Blu-ray. Und aber auch, wie ich gerade schon gesagt habe, viele schöne deutsche Klassiker aus den 50er und 60er Jahren. Da gibt es noch viele schöne Perlen, die es verdient haben, in einer anständigen Edition auf den Markt zu kommen. Frage Nummer 9. In welchem Film würdest du gerne mal in mindestens einer Szene mitspielen und warum? Ja, das Warum kann man schon fast sich denken, weil ich die Filme toll finde. Also Zurück in die Zukunft würde ich unheimlich gerne mal in einer Szene mitspielen. Gerne auch in 203, aber hey, aufgrund wahrscheinlich von mangelndem Talent würde mir eine Szene reichen, um mich dort mal verewigen zu können. Dann die neue Pumuckl-Serie, die bei RTL Plus rausgekommen ist, mit Florian Brückner als Meister Eder. Vielleicht mal so als Kunde in der Werkstatt, in der Schreinerei. Unheimlich gerne. Freue mich da sehr auf die 2. Staffel, die jetzt gerade gedreht wird. Oder einen schönen alten Heinz-Rühmann-Film würde ich mich gerne mal mit reinbeamen. Oder aber auch einen schönen alten Krimi. Edgar Wallace zum Beispiel. Oder aber auch, wenn wir in den Komödienbereich gehen, Kein Pardon mit Harpe Kerkeling. Ja, mal so in einer Szene sich verewigen, wäre schon schön. Genau.
Bitte summen Sie Ihre persönliche Glücksmelodie. Ach, herrlich. Und Frage Nummer 10. Wie sollte sich die Filmlandschaft in den nächsten Jahren verändern? Und da würde ich an erster Stelle sagen, dass man wieder wegkommt von diesen übermäßigen CGI-Effekten, von diesen nicht mehr handgemachten Dingen, ob es jetzt Stunts sind, ob es Explosionen sind. Ja, es ist schlechter zu realisieren, natürlich Handmade, es kostet mehr Geld und so weiter, aber wie oft leidet der Film darunter? Ob wir jetzt den letzten Indiana Jones gesehen haben, ob das eigentlich Blockbuster-Filme sind, bei denen man aber trotzdem sieht, dass wieder mal mit CGI ans Werk gegangen wurde. Und da würde ich mir wünschen, dass wirklich wieder mehr auf handgemachte Effekte zurückgegriffen wird, auch wenn es mehr kostet, weil es den Film einfach wieder wertvoller macht und zu einem Erlebnis macht, als wenn ich gerade im Kino vor der großen Leinwand sitze und direkt sehe, dass es einfach nicht echt ist. Das würde ich mir wünschen. Und gleichzeitig dazu, wenn man nämlich wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat, um Handmade-Effekte umzusetzen und somit, dass Produktionsfirmen, dass Regisseure wieder mehr Kino als Event begreifen. Ich glaube, spätestens seit Corona, wo ja eindeutig die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind und viele Kinos sich ja bis heute davon nicht erholt haben, dass Produktionsfirmen, dass Regisseure, dass auch Schauspieler Kino wieder mehr als Event begreifen, als etwas ganz Besonderes. Denn wenn man mal sieht, was die Eintrittspreise kosten, dass ich mit, wenn ich mit zwei Personen ins Kino gehe, mir 3 oder 4 Mal vom Preis her der Kinokarte mir später die Blu-ray kaufen könnte und ja oftmals zu Hause mittlerweile ein ebenbürtiges Kinoerlebnis habe mit Großbildfernseher, Surround-Anlage etc. Warum soll ich dann noch ins Kino gehen? Um nervige Leute um mich herum zu haben, die nur am Quatschen sind, die nur rumknistern, rummampfen, schlürfen, aufstehen, aufs Klo gehen, aufs Handy gucken und, und. Es muss wieder was geboten werden im Kino. Kino muss wieder ein Event werden. Und das würde ich mir wünschen, dass Kinoketten Hand in Hand mit Produktionsfirmen, Regisseuren, Darstellern, die ganze Gemeinschaft wieder Kino mehr als Event begreift und es wieder zu einem Erlebnis macht, dass man Lust hat, ins Kino zu gehen. Diese Lust ist mir durchaus immer mehr vergangen in den letzten Monaten, 1, 2 Jahren. Ja. Das wären meine 10 Fragen gewesen, so zumindest aus dem Stegreif beantwortet. Eventuell wären mir noch ganz andere Antworten eingefallen, aber das war jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus. Und ich nominiere jetzt andere Filmkritiker, andere Seiten, die sich auch mit Filmen beschäftigen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Filmtag beantworten würdet und auch ein Video macht auf eurem Kanal. Und ja, und ich werde darauf sehr gerne reacten. Und dann nominiere ich zum Beispiel Holger Kreimeier, den Fernsehkritiker von Massengeschmack TV. Dann nominiere ich sehr gerne den Filmfreak und Filmfan Mario Perez. Du hast zwar keinen eigenen Kanal, aber machst sehr gerne ein Video. Ich lade das sehr gerne auf meinem Kanal hoch, wenn du magst. Und reacte das auch sehr gerne. Ich freue mich sehr darauf, wenn du mir die Fragen beantwortest. Dann natürlich the one and only, die Medienhuren. Christian Jürs, Christopher Feldmann. Da möchte ich natürlich auch gerne, dass ihr mir diese Fragen einmal beantwortet. Ebenso, wenn wir einen österreichischen Filmkritiker haben, dann kommt man an ihm nicht vorbei. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Playzocker Reviews, a.k.a. Clemens, mein Lieber, aus der Harte und der Zarte. Und ihr wisst ganz genau, wer ist. Bitteschön, gerne die Fragen beantworten. Außerdem hätte ich gerne die Beantwortung der Fragen von den Filmkanälen, von Mr. Schrotti 11, da würde ich mich sehr freuen, von Kino Olli, von Analytics Studio, auch da würde ich mich sehr freuen, und vom Mediensammler, auch da würde ich mich über ein dementsprechendes Antwortvideo auf eurem Kanal sehr, sehr freuen. Das soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, und wie gesagt, in
sehr kurzer Zeit geht es hier weiter mit mehr Film-Content. Zu dem eigentlichen Content werden wir uns wieder mehr um Filme und Serien kümmern und das, was ich jede Woche geschaut habe, Filmvorschläge, Filmtipps, Reviews und so weiter. Seid gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, lasst gerne ein kostenloses Abo da, liked dieses Video, aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn neue Videos erscheinen. Und macht's gut, habt einen schönen Tag. Dankeschön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Bis bald. Gesehen, bewertet und kommentiert. Hier ist Battis Filmkritik in der Fernsehschatztruhe.